Kennt ihr Fotos und angebliche Beweise für Aliens auf dem Mond? Von der NASA werden diese als Fake abgetan, doch ein Mann sagt, außerirdische Mondbasen sind real. Ingo Swann bricht sein Schweigen und teilt mit uns seinen gesamten erschütternden Bericht über Aliens auf der dunklen Seite des Mondes. Es klingt zu verrückt, um wahr zu sein, aber dieser Mann hat Außerirdische auf dem Mond mit eigenen Augen gesehen und die Umstände können uns nur sprachlos machen. Ingo Swann war ein amerikanischer Parapsychologe, Künstler und Autor, der über eine seltene Fähigkeit verfügte. Das Talent dieses Mannes war so außergewöhnlich, dass er selbst von der NASA und dem CIA beauftragt wurde. Menschen, die die Lebensgeschichte dieses Mannes und seinen erschütternden Bericht kennen, tendieren zu sagen, dass die NASA lügt, wenn sie behauptet, nichts von Außerirdischen zu wissen. Wir werden angeblich absichtlich im Dunkeln gehalten und Ingo Swann lüftete das Geheimnis, wieso das so ist. Er sah als erster und vielleicht auch einziger Mensch die Mondbasen der Außerirdischen. Geboren wurde Ingo Swann am 14. September 1933 in Telluride in Colorado, USA. Schon als Kind hatte er außergewöhnliche Fähigkeiten. Später wurde Swann für seine Arbeit im Bereich für Remote Viewing Forschung bekannt und bis heute ist er eine der prominentesten Persönlichkeiten in diesem Feld. Swanns Leben begann zunächst kreativ. Er studierte Kunst an der renommierten School of the Art Institute of Chicago und wurde zu einem gefragten und geschätzten Künstler und Maler. Die eigentliche Leidenschaft des Mannes galt aber der Parapsychologie. In den 1970er Jahren wurde Swann dann in die Remote Viewing Forschung einbezogen, die vom US-amerikanischen Verteidigungsministerium und der CIA finanziert wurde. Remote Viewing ist eine Form der extrasensorischen Wahrnehmung, bei der Personen Informationen über entfernte Orte oder Ereignisse sammeln, ohne dort physisch anwesend zu sein. Remote Viewer sitzen bequem in einem Sessel in einem Labor und schauen mit ihren übersinnlichen Wahrnehmungsfähigkeiten an tausende Kilometer weit entfernte Orte und können diese exakt beschreiben. Swann galt als einer der Besten auf diesem Gebiet. Er war so gut, dass schließlich auch Astronomen auf ihn zukamen und eine ungewöhnliche Bitte vortrugen. Swann sah in Jupiter hinein. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Mensch auf der Erde ins All schaut und dort Details erkennt, wie sie nicht einmal eine Sonde liefern kann? Genau das hat Ingo Swann getan. Er weigerte sich zwar zunächst, als Wissenschaftler ihn baten, seinen Remote-Blick auf den Planeten Jupiter zu richten, doch dann stimmte er dem Experiment doch noch zu. Es ist nicht so, dass Ingo Swann an seinen Fähigkeiten gezweifelt hätte. Swann wollte nur nicht, dass er nach seiner Fernsicht als Lügner dargestellt wird. Da niemand seine Beobachtungen bei Jupiter hätte bestätigen können, sagte er nein. Kurze Zeit später verkündete die NASA aber den Start der Pioniersonde, die erstmals zu Jupiter fliegen sollte. Das war für Swann die Gelegenheit, dass seine Beobachtungen bestätigt werden könnten. Unter den neuen Bedingungen sagte er zu und wenig später saß er in einem Labor der University of Stanford in Kalifornien, um Jupiter zu untersuchen. Swann richtete seinen Blick auf den Gasriesen, der Millionen Kilometer entfernt ist. In einem detaillierten Bericht beschreibt er Jupiters Hülle aus Wasserstoff und die heftigen Stürme. Er sah Infrarotwellen und konnte Eiskristalle innerhalb der gewaltigen Gaswolken ausmachen. Alle diese Sichtungen wurden kurz darauf von der Pioniersonde bestätigt. Swann sah selbst die schwachen Ringe Jupiters, die erst viel später von der Voyager-1-Sonde bestätigt wurden. Wie funktioniert Remote Viewing? Glaubt ihr an den sechsten Sinn, Hellsichtigkeit und paranormale Fähigkeiten? Für manche klingen diese Dinge zu fantastisch, um wahr zu sein. Für Remote Viewer dagegen sind diese Fähigkeiten ganz normal. Remote Viewing basiert auf der Idee, dass unser Geist in der Lage ist, jenseits der herkömmlichen Sinne Informationen zu erfassen. Obwohl es keine wissenschaftlichen Nachweise gibt, wie Remote Viewing genau funktioniert, gibt es hunderte Beweise für die Erfolge dieser Technik. Remote Viewer versetzen sich in einen entspannten und konzentrierten Zustand. Sie definieren ein Ziel und fokussieren sich geistig auf einen Ort oder auf einen Menschen. Mit einem inneren Auge können Remote Viewer eine geografische Lage, eine Person oder sogar ein vergangenes oder zukünftiges Ereignis sehen. Remote Viewing heißt in etwa Fernwahrnehmung. Neuere Ansätze, Fähigkeiten wie diese zu erklären, bedienen sich gerne der Quantenmechanik. Diese Teilchen, aus denen im Endeffekt auch du und ich zusammengesetzt sind, haben die Eigenschaft, an vielen Orten und sogar in vielen Zeiten gleichzeitig zu sein.
Möglicherweise nutzen Remote Viewer und andere hellsichtige Menschen Quantenstrukturen und spezielle Bewusstseinsebenen, um Informationen einzuholen oder auch visuelle Eindrücke von einem Ereignis zu gewinnen. Ingo Swann war einer der besten Remote Viewer aller Zeiten. Seine Erfolgsquote lag bei nahezu 100%. Was genau sah Swann auf dem Mond? Ingo Swanns Bestseller lesen sich wie Krimis oder wie fehlende Teile einer unvollständig erzählten Geschichte. Mit den Informationen, die dieser Mann uns gab, können wir endlich das Puzzle zusammensetzen, was die NASA und die Regierungen dieser Welt uns angeblich verheimlichen und wieso sie das tun. 1975, kurz nach seinem Jupiter-Erfolg, erhielt Ingo Swann einen Anruf. Ein Unbekannter bat ihn, zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu erscheinen. Dort bekäme er weitere Informationen zu einem geheimen Projekt. Swann ging hin und traf auf einen sonderbaren Mann mit Anzug und Sonnenbrille. Der erzählte ihm von einem Auftrag, für den er mehrere Tage an einen unbekannten Ort mitkommen müsste. Der Mann bot Swann $1000 pro Tag in bar und sagte ihm, er müsse sich umgehend entscheiden. Swann sagte aus Neugierde zu und wurde mit verbundenen Augen an einen geheimen Ort gebracht. Swann, der problemlos seine Augen an jeden Ort der Welt richten kann, wusste natürlich genau, wo er war und mit wem er es zu tun hatte. In einem abgeschotteten Gebäude der CIA wurde der Remote Viewer gebeten, seinen Blick auf den Mond zu richten. Swann untersuchte mehrere Orte, an denen zunächst nichts Ungewöhnliches war, doch dann plötzlich erkannte er an einem Zielort eine sonderbare Formation, die wie ein Gebäude wirkte. Kurz darauf sah er Wesen, die in der Nähe des Gebäudes arbeiteten. Als Swann sie beobachtete, gingen die Wesen weg ins Gebäude. Swanns Blick folgte ihnen durch ein Fenster und als er hineinblickte, erschrak er. Die sonderbaren Wesen starrten ihn an. Swann konnte fühlen, dass diese Wesenheiten nicht freundlich waren und er nahm wahr, dass sie hellsichtig waren wie er. Sie hatten ihn wahrgenommen. Schnell zog sich Swann zurück und schaute seinen Versuchsleiter fragend an. Swann sagte, ihr habt das gewusst. Der FBI-Mann antwortete kurz, kein Wort zu niemandem und die Tests sind jetzt vorbei. Swann bekam sein Geld und wurde zu dem Ort zurückgebracht, an dem das Abenteuer begonnen hatte. Zuvor musste er eine Erklärung unterschreiben, 10 Jahre kein Wort über das zu verlieren, was in dem Gebäude der CIA vor sich gegangen war. Swann hielt sich daran und veröffentlichte erst Anfang der 90er Jahre seine ersten Bücher zu diesem Thema. Wie gefährlich sind die Aliens? Alle Behauptungen, es gäbe Wesenheiten auf der dunklen Seite des Mondes, die dort Bergbau betreiben und von uns Menschen wissen, sind demnach also wahr. Und die CIA und die NASA wissen davon. Trotzdem wird gegenüber der Öffentlichkeit weiter behauptet, die NASA und die Regierungen wüssten nichts von Außerirdischen. Sämtliche Sichtungen von fliegenden Untertassen werden nach wie vor heruntergespielt. Swann und viele seiner Kollegen haben Dutzende Bücher zu diesem Thema geschrieben und Vermutungen angestellt, wieso uns diese Tatsachen verheimlicht werden. Dabei kommen Autoren und Paraforscher zu unterschiedlichen Ergebnissen. Robert Audin, ein Mann, der 4 Jahre bei der NATO und davor bei der US Army gedient hatte, behauptete in zahlreichen Büchern, die US-Regierung wisse von mindestens 12 außerirdischen Spezies, die teilweise sogar auf der Erde leben oder zumindest regelmäßig hier vorbeischauen. Dean behauptete, die Informationen würden geheim gehalten, um die Weltbevölkerung nicht unnötig zu verwirren. Erst im Sommer 2023 lief vor dem US-Kongress eine Anhörung, die von David Grush, einem ehemals sehr hohen Militär beim US-Pentagon, einberufen wurde. Grush behauptete, während seines Dienstes als UFO-Investigator von seinen Vorgesetzten belogen worden zu sein. Angeblich sollte er Sichtungen von UFOs untersuchen und natürliche Erklärungen für die Sichtungen finden. Tatsächlich fand Grush aber heraus, dass das Militär offenbar von UFOs weiß und abgestürzte fliegende Untertassen verschwinden lässt, um sich die Technik zu eigen zu machen. Können Militärs Technologien von ohne Treibstoff fliegenden UFOs nachbauen, Überlichtantriebe an sich bringen oder neue Materialien und Waffen entdecken, hätten sie einen entscheidenden Vorteil. So ausgestattet würde die USA endgültig zu der Supermacht werden, der nichts und niemand etwas zu entgegnen hat. Verheimlicht werden uns die Aliens in diesem Fall aus Machthunger und dubiosen Interessen, die uns zu denken geben sollten. Sind das Beweise für Bergbau auf dem Mond? Glauben wir Ingo Swann, so gab oder gibt es also wirklich Bergbau auf dem Mond? Lange führten Kritiker die Frage ins Feld, was denn Aliens auf dem Mond abbauen sollten.
Der Erdtrabant galt als langweilig und öde. Doch dann fanden selbst wir Erdlinge das Helium-3, ein auf der Erde seltenes Isotop, das zur Kernfusion geeignet ist. Helium-3 könnte in absehbarer Zeit unser Energieproblem lösen und die Erde vor dem Klimakollaps bewahren. Die Frage, was Außerirdische auf dem Mond abbauen, könnte damit erklärt sein. Angeblich wimmelt es in Bildern von Kratern vor Hinweisen auf Spuren von Bergbau und Minenfahrzeugen. Am bekanntesten sind Bilder wie diese drei. Das erste zeigt eine Formation, die exakt den Formen einer mehrplattigen Bergbaumaschine gleicht, so wie sie auf der Erde verwendet wird. Hier sehen wir Strukturen, die eindeutig nicht natürlichen Ursprungs sind, im Krater Paracelsus C auf dem Mond. Diese Formen ähneln Experten zufolge Einstiegsschächten zu unterirdischen Minen. Spuren wie diese kommen auf dem Mond ebenfalls nicht in natürlicher Form vor. Sie könnten von einem Fahrzeug hinterlassen worden sein. Doch wieso sehen wir auf diesen Bildern keine Aliens? Lasst uns nochmal auf Ingo Swans Bericht schauen. Der Remote Viewer sagte, dass die Außerirdischen die Anwesenheit seines Geistes wahrgenommen hätten. Vermutlich wissen diese Wesenheiten also auch von unseren Sonden und Rovern. Stimmt es, dass selbst die Regierungen oder Geheimdienste dieser Erde von den Außerirdischen wissen, so werden die Raumfahrtagenturen ihre Rover sicher nicht dort absetzen, wo sie Basen von Außerirdischen vermuten. Wir dürfen gespannt sein, welche Entwicklungen uns die Zukunft bringen wird. Immerhin wollen die NASA und SpaceX bald Menschen auf den Mond schicken. Apropos schicken, wenn du willst, dass unsere Videos dich noch öfter ins All schicken, dann klick jetzt gerne auf Like und abonnieren, denn so verpasst du kein neues Video mehr und wir sehen uns bald wieder. Bis dann.